Hallo zusammen, hier ist endlich wieder euer Gotti. Und heute begleitet ihr mich mal ein wenig durch dieses leere Fitnessstudio und wir schauen uns an, welche Übung ihr definitiv nicht mehr machen solltet. Hört endlich auf damit. Man sieht sie immer noch, man denkt eigentlich, sie wären vielleicht vor 20, vielleicht vor 10 Jahren zumindest ausgestorben. Aber nein, tatsächlich bahnen sie sich hartnäckig ihren Weg weiter durch die Köpfe der ahnungslosen Gym-Member. Nun ja, wir schauen mal, welche vor allem 5 Übungen es sind, die man immer wieder sieht, aber eigentlich nicht mehr sehen möchte. Einer der absoluten Klassiker, die mein komplettes Unverständnis ernten, ist diese Übung. Nein, davon rede ich nicht, dass es eine Latzugübung ist und ich den Latt nicht mag. Nein, sondern dass man sie hinter dem Kopf ausführt. Das ist nicht nur schlecht für die Schultern, sauschlecht für die Schultern, besonders bei höherem Gewicht und eine völlig unnatürliche Bewegung, wenn man sie eigentlich durch den Kopf führen müsste. Nein, sie sorgt auch noch dafür, dass ich besser abfälschen kann durch die Aktivierung der Bauchmuskeln und, jetzt kommt es, on top auch noch weniger effizient ist, sowohl für euren Latt als auch für die gesamte Rückenentwicklung, da, nun ja, eigentlich mal nur im untersten Punkt so ziemlich den Latissimus trifft und dies man eigentlich mehr von vorne machen sollte, um wesentlich mehr vom Rücken zu aktivieren und ja, auch mehr Latt, denn der Latt ist von der Körpermitte aus gesehen eher hinten am Körper. Deswegen sollten wir von vorne tendenziell mehr ziehen, um ihn dort hinten besser zu treffen. Und er ist nicht genau unten und seitlich. Nun ja, mach's ruhig weiter, dann wird das auch nichts mit dem Latt. Die nächste Übung auf der Liste ist ebenfalls ein Klassiker. Trizepsdrücken am Seil. Ahnt ihr es? Genau hier. Hier. Dieser letzte Teil der Übung hat überhaupt nichts mit dem Trizeps zu tun. Man macht sich höchstens ein bisschen die Handgelenke kaputt, wenn die Belastung zu groß ist. Und nun ja, mir ist noch nie in den Sinn gekommen, welche Idee hinter dieser Bewegung ist. Denn das ist ganz offensichtlich eher eine Unterarmbewegung. Vielleicht denkt man, man würde den Trizeps weiter strecken, aber wenn der Arm einmal durchgestreckt ist, sollte man das tun, obwohl auch das nicht unbedingt bei Trizepsübungen gemacht werden sollte. Aber selbst wenn man das tut, bringt dieser Teil bei der Streckung ja auch nicht mehr. Der Trizeps ist hier oben und nicht da unten. Also, wozu macht man das? Jetzt könnte man sagen, um weiter nach außen zu kommen, aber dann müsste man ja eher mit dem Oberarm ziehen und weniger mit dem Handgelenk. Auch das macht nichts zur Sache. Und nun ja, tendenziell geht man sogar etwas weiter mit den Oberarmen durch diese Bewegung weg vom Körper und der Trizeps ist eher dafür da, die Arme, die Oberarme zum Körper ranzuziehen. Also auch da völlig sinnfrei. Tja, man sieht es aber fast nur so. Da habe ich einen starken Trizeps, was will der mir erzählen? Boah, nimmst du viel Gewicht. Danke, kein Ding. So starke Schultern hätte ich auch gerne. Was das Gewicht allerdings mit den Schultern zu tun hat, nun ja, das weiß ich auch nicht. Ja? Denn würde er mal versuchen, die auszustrecken, bin ich mir ziemlich sicher, er kriegt nicht mal eine Wiederholung. Gerne, versuch's. Woran mag das liegen? Technikvorsprung? Nein. Indem ihr den Winkel hier einfach verkürzt, nun ja, nehmt ihr wieder was von dem Gewicht, das ihr vorher extra hochgewählt habt, runter. Also warum nicht gleich ein Gewicht wählen, bei dem ihr wirklich mit gestreckten Armen das Ganze machen könnt und dadurch eure Technik verbessern? Denn normalerweise sollte, nun ja, der Ellenbogen diese Bewegung voranführen und nicht irgendetwas anderes. Und außerdem solltet ihr seitlich bleiben, denn es heißt Seitheben. Also, umso weiter ihr in die Seite des Körpers kommt und das hochhebt, desto besser. Aber wenn ihr hier vorne seid, ist das natürlich nicht möglich. Wer mal sehen möchte, wie man richtig Seitheben macht, dazu gibt es schon so viele Videos auf dem Kanal, aber schaut gerne mal vorbei. Vor allem du, würde dir gut tun.
Und noch einer meiner Favoriten. Warum nochmal genau diese Bewegung da oben? Die Hantel nochmal eindrehen. Es soll ja für die Brust sein, oder? Normalerweise. Jetzt ist nur die Frage, was genau macht das mit der Brust, wenn ich es da oben eindrehe? Lass mich doch, ich muss mich auf die Bewegung konzentrieren. Und ist das Ganze so effektiv, dass es das Gewicht ausgleicht, das ich dadurch nämlich nicht bewältigen kann? Denn diese Drehung bringt eine enorme Instabilität in diesen ganzen Bewegungsapparat. Und da könnte ich viel effizienter eine Dauerspannung auf der Brust halten, statt diese Spannung meistens mit dieser Drehung zu verlieren. Nun ja. Tja, und dazu will ich eigentlich auch schon gar nichts mehr sagen. Das da gehört definitiv nicht nur nicht in ein Fitnessstudio, sondern überhaupt nirgendwo hin, wo Leute sich eigentlich fit halten wollen. Es ist eine ganz und gar... Ach, ich wollte ja nichts dazu sagen. Also, ich bin sehr gespannt, ob ihr immer noch Leute im Fitnessstudio erwischt, die eine dieser Übungen machen. Schreibt es mir mal rein und ich bin mal gespannt, welche Übung ihr am meisten seht. Macht das gerne mal in einem Abstimmungsverfahren. Ich würde jetzt tippen, am meisten immer noch die Seitheben-Variante und die Latzug-Variante. Nun ja. Und das hier ist eine absolute Instagram-Übung. Die lieben das. Nun ja. Also, wem so ein Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Zum einen mit dem Daumen nach oben, zum anderen kommentiert das Ganze. Und wer mehr sehen möchte, das Ganze schön abonnieren. Schaut euch mal auf dem Kanal um, da gibt es noch viele weitere Videos und auch Tipps, wie ihr es besser machen könnt, als das, was wir hier heute gesehen haben. Wer eine Fortsetzung hiervon sehen möchte, schreibt es mir mal oder schreibt mir in die Kommentare, welche weiteren absolut absurden Übungen ihr noch so seht im Fitnessstudio. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und nun ja, bleibt nichts mehr zu sagen, außer schaut doch mal bei der Protein Arena vorbei und bestellt euch ein paar schöne Subs und bekommt auch noch ein paar Prozente drauf. Alles mit dem Code hier. Und wer jetzt anfangen möchte, es richtig zu machen, der schaut sich am besten mal diese Tipps hier an. Genau, denn da findet ihr schon mit die wichtigsten Tipps, um richtig ins Bodybuilding einzusteigen. Ansonsten ganz gerne auch bei der Basic-Serie. Und dann findet ihr auch noch eine ganze Menge Sachen. So könnt ihr es besser machen. Ich bin gespannt.